Im Philippstal an der geplanten innerdeutschen Grenze haben die Ministerpräsidenten von Hessen und Thüringen, Koch und Althaus, Jugendliche eingeladen, um sie auf die erneute Teilung des Landes vorzubereiten. Habt ihr diesen Mauerfall denn überhaupt noch miterlebt? Nein, nicht wirklich. Und könnt ihr euch denn noch daran erinnern, dass es Diskussionen gab zu Hause oder mit Eltern, Großeltern, mit Freunden später, mit größeren Geschwistern, wie das war? Nicht wirklich, es gab nicht wirklich viele damals. Auf eure Schule, da gehen jetzt Schüler aus Hessen und Thüringen? Ja. Und merkt man den Unterschied? Ja, den merkt man. Mein Name ist Martin Sonneborn, ich habe eine Frage an die Herren Ministerpräsidenten Koch und Althaus. Die Zeit des Feierns ist ja nun vorbei. Morgen soll in Philippstal hier auch die ersten 5 Meter wieder aufgebaut werden. Glauben Sie, dass eine kleine populistische Partei damit in den Bundestag einziehen kann? Und wie werden Sie darauf reagieren? Sie sind der Titanic verantwortlich. Ich glaube, dass wir in den ersten Monaten und Jahren dort einen Fehler gemacht haben oder sehr nahe davor waren, einen schweren Fehler zu machen. Das heißt, ich bin nicht dafür, etwas neu aufzubauen. Ich sage aber, das, was wir noch haben, das müssen wir sehr behutsam schützen, denn wir haben ein bisschen zu viel weggerissen. Sonneborn versteht sofort, was der Ministerpräsident mit der Formulierung »ein bisschen zu viel« signalisieren will. Hessen steht voll hinter den Zielen der Partei. In diesem Punkt waren wir uns mit Ministerpräsident Koch einig. Unseren Berechnungen zufolge sind ungefähr 1200 Kilometer Mauer zu viel abgerissen worden. Und deswegen haben wir auch sofort mit den Vorbereitungen für den Wiederaufbau begonnen. Meine Herren, das ist der Startschuss. Bitte vollenden Sie das Werk, das Sie hier begonnen haben. Bauen Sie die Mauer wieder auf. Achtung, fertig, los! Ein historischer Moment. Durch die fachkundige Unterstützung der hessischen IG Bau nimmt das Jahrhundertbauwerk schnell Gestalt an. Dass die IG Bau mitgemacht hat bei dieser Aktion, war für uns ganz wichtig. Das zeigte, dass die ersten Gewerkschaften von Schröder abrücken und zur Partei überwechseln. Ein klares Signal. Ich hatte einfach gestreut den Medien, dass wir diese Aktion machen. Und dann hat mich der Bezirksvorsitzende der IG Bau in Hessen angerufen und hat gesagt, wir machen mit. Und ich habe nicht gefragt, warum, ich habe das auch gar nicht verstanden, aber ich habe gesagt, na klar, machen Sie mit, gern, wir nehmen jeden. Ja, ja. Wo sind Sie aufgewachsen? Im Westteil, ne? Das stimmt. Ja. Fragen Sie mal die Menschen, die im Osten aufgewachsen sind, die nicht mal nach Salzungen konnten ohne Passierschein. Und dann kommen Sie mit solchen Wichsern hier an und bauen hier so eine Aktion. Sie sind Verbrecher. Wir haben uns heute Abend schon verabredet, wir machen es wieder weg. Entschuldigung, wer sind Sie denn? Sind Sie von der SPD? Sie Wieso hauen Sie ab? Was sind denn das für Töne? Verbrecher sind, Mann. Ey, die Menschen haben 40 Jahre eingemauert. Und was machen Sie denn hier? Wir mauern Sie nicht ein, wir mauern Sie aus. Mauern Sie sich doch selber ein. Wir sind ja dabei. Sie erlösen viele Menschen dadurch durch Ihre Gegenwart. Wirklich. Wirklich. Sie könnten Thomas Gottschalk verarschen, aber die Menschen hier, die nicht. Sind Sie von da oder von da? Nee, ich bin von da. Sie sind von da. Und es gibt kein Da und Da mehr. Das müssen Sie auch mal begreifen. Wissen Sie eigentlich, dass wir gerade Hessen 20 Meter zuschlagen hier? Ja, prima, tolle Wurst. Interessant. Wie sind Sie denn politisch eingestellt? Das heißt, Sie wollen das heute Abend wieder abreißen hier. Offensichtlich das lokale Kleingewerbe, das ist ein Taxifahrer, sehe ich gerade, der natürlich extrem daran verdient, hier von West nach Ost Leute rüberzufahren und umgekehrt. Und da scheinen doch die eigenen Verdienste höher angesiedelt zu sein als die politischen Interessen unseres Landes. Das ist natürlich schade, aber Damit alle Bürger im Lande das historische Ereignis miterleben können, hat die Partei Medienvertreter aus dem In- und Ausland eingeladen. So wie das Haar rein, drehen Sie nicht mehr um. Guck dir mal an. Habt ihr noch alle? Also glaubt ihr das? Das gibt's ja nicht. Der Schwachsinn hat ja wohl kaum. Das Ding wenigstens, reißt man es ein. Da haben sie einen Mauerfall, den zweiten Mauerfall. Ja, aber guck deinen Spruch einmal an, das gibt's ja nicht. Oder? Wollen Sie es teilen? Auf die Frage zu kommen, was machen Sie denn mit der Mauer nach der Aktion? Wir hatten gestern ein Treffen mit den Ministerpräsidenten, Ihrem obersten Dienstherrn. Sind Sie aus Hessen oder aus? Ich bin aus Thüringen. Aus Thüringen, ja. Deswegen bin ich ja hier, weil es Thüringen Gebiet betrifft. Ja, genau. Wir hatten gestern ein Treffen mit den Ministerpräsidenten Althaus und Koch. Weiß ich. Sie wissen das, Sie sind insofern auch informiert über diese Aktion. Nee, über die Aktion bin ich nicht informiert. Nein, die beiden Ministerpräsidenten sind informiert. Ich weiß nicht, wie der Informationsfluss in den Ministerien. Nein, soweit war es noch nicht durchgedrungen. Ja, aber Sie
sehen hier schon, was wir machen. Ja, sie bauen eine Mauer, ist zu sehen, ja. Ja. Problem ist nur, Grund und Boden gehört dem Bund. Ja. Ja, und der Bund hat normalerweise auch das Sagen, was mit dem Grund und Boden passiert oder kann das untersagen. Mhm. Soweit sind wir aber noch nicht, das weiß ich nicht. Ich bin nur so da, zu prüfen, wer und wie und was hier passiert. Das ist einfach eine populistische Maßnahme. Wir schaffen hier Bilder, die in den westdeutschen, ruinierten westdeutschen Randgebieten auch gut anzusehen sind. Und ich glaube nicht, dass wir den Verkehrsfluss jetzt in diesem Moment mit der Mauer behindern. Das sehe ich auch so. Nach 2006. Weiß ich nicht, was noch passiert. Auf alle Fälle ist die Sache erstmal so weit. Machen Sie mal weiter. Also wir haben einen Ausschuss, der darüber nachdenkt, wie man von Ost nach West und von West nach Ost wechseln kann. Es gibt aber Parteiausweise, auf denen steht, der Inhaber dieses Ausweises darf überall durch. Das gilt natürlich auch für die Mauer.